Die Autobahn A30 bei Bad Bentheim. Der deutsche Bundespolizist Christian und der holländische Polizist Bert prüfen Autos, die die deutsch-niederländische Grenze überqueren. Als sogenanntes GPT, also grenzüberschreitendes Polizeiteam, jagen sie gemeinsam Drogenschmuggler und andere Verbrecher. Das ist einfach so für uns eine super Kombination, um dann letzten Endes auf beiden Seiten immer irgendwie agieren zu können und zu dürfen, auch rein rechtlich sauber zu bleiben. Die A30 ist die direkte Linie von Berlin und weiter östlich Richtung Amsterdam. Also deshalb ist die A30 ist wohl ganz schön wichtig für die Kriminelle natürlich, um allerlei verschiedene Sachen von A nach B zu transportieren. Meist schaut das Team selbst nach auffälligen Autos, die sie zur Kontrolle anhalten. Der nächste Einsatz kommt aber von einem Kollegen per Funk. Bert und ich stehen A1, A30 Einreise, direkt vor der Dienststelle. Was hast du? Gerade aus Enschede gekommen. Mercedes C200 ist durch Erwin und Laura beobachtet worden beim BTM-Kauf in Enschede. Kollegen haben in den Niederlanden eine Deutsche observiert, die eine große Menge Marihuana gekauft hat. Danach sei sie ins Auto gestiegen. Kennzeichen Bad Bentheim. Muss aktuell Richtung Deutschland unterwegs sein. Jetzt hängt vom GPT ab, ob die Schmugglerin gefasst wird. Von Enschede aus braucht die Frau 30 Minuten nach Bad Bentheim, müsste also bald eintreffen. Ein Mercedes, ein älteres Modell, Champagnerfarbe. Christian bekommt mehr Informationen über die Frau auf Smartphone. Ja, Elisabeth, ach, die ist das. Da haben sie schon mehrere Hausdurchsuchungen gemacht. BTM und so ein Kram, die ist dick bekannt. Die Frau ist durch den Schmuggel harter Drogen auf Bewährung. Die Beamten vermuten, sie könnte auch abseits von Autobahnen und Bundesstraßen fahren. So viele verzweigte Wege, die man nehmen kann. Und wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man einfach durch letztes hier kann man auch in den Ort reinfahren. So, jetzt ist aktuell so ein bisschen das Problem, dass keiner weiß, wo sie gerade fährt. Das Team stellt sich an einer der vielen Zufahrtsstraßen nach Bad Bentheim auf. Diesen Standort haben sie nach Bauchgefühl ausgewählt. Okay. Nee, wir haben versucht, die Kollegas anzubellen, aber da war auch nichts. 30 Minuten sind fast um. Wenn der Mercedes nicht gleich auftaucht, ist die Frau durchgeschlüpft. Ein anderes Team müsste sie zu Hause aufsuchen. Dann hätte man sie nicht auf frischer Tat ertappt und bräuchte zunächst einen Durchsuchungsbefehl. Jana steht bei der Adresse, ne? Ja, ja. Okay, ja. Das ist doch. Ist das nicht die Karre? Das ist ein alter Mercedes. Komm mal hinterher. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf. Mach das mal ganz kurz aus, ja? Ja. Ist das der gesuchte Wagen? Das ist er. Bayreuth, Oberfranken. Hier findet heute ein Fußballspiel der dritten Liga statt. Einsatzbesprechung des Unterstützungskommandos, dem USK, der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Es sind ca. 300 Ultras im Zug. Die Spielvereinigung Bayreuth trifft auf den TSV 1860 München. Ein Derby, bei dem den Ultra-Fans aus München das besondere Augenmerk gilt. Wir erwarten alkoholisierte Fußballfans, dass sich Fangruppierungen hier, wenn sie aufeinandertreffen, dass es zu Gewalttätigkeiten kommt. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Bayreuth ein Großaufgebot der Polizei. Weitere Kräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eine Reiterstaffel. Um kurz nach 10 fährt der Zug mit den Münchner Ultras ein. Begrüßung durch das Kommunikationsteam der Bundespolizei. Nicht alle sind vom Polizeiaufgebot begeistert. Und auch, dass gefilmt wird, stört. Piss dich mit deiner Kamera. Die Polizei drängt die Massen zu einem Nebenausgang des Bahnhofs. Die Stimmung ist aggressiv. Kurz ist die Situation unübersichtlich. Dann stellen sich Beamte des USK zum Schutz vor den Kameramann. Fair Play auf dem Platz,
Platz und auch neben dem Platz. Weitere Einsatzkräfte kommen zur Hilfe. Ein Fanmarsch formiert sich. Die Ultras ziehen Richtung Innenstadt. Erneut gibt es Anfeindungen. Die Ultras erreichen die Bayreuther Innenstadt. Bis zum Anpfiff sind es noch über 3 Stunden. Viel Zeit, um auf gegnerische Fans zu treffen. Die Polizei hofft auf das Bayreuther Winterdorf. Hier wären die Fans unter Kontrolle. Ich glaube, es ist eine Art Weihnachtsmarkt, die da stattfindet. Der Plan geht auf. Die meisten Münchner sind erst einmal geparkt. Sie trinken Bier und Glühwein unter Beobachtung der Polizei. Noch ist alles ruhig. Aber bleibt das auch so? Polizist Bert und Bundespolizist Christian verfolgen an der deutsch-holländischen Grenze eine polizeibekannte Drogenschmugglerin. Wir haben Kontakt, sind im Bereich Einfahrt Bad Bentheim. Wir sind direkt dahinter. Kann eventuell noch mal einer dazukommen? Wir würden die einfach jetzt gleich hier anhalten. Mach mal einen Stopp vorne. Ne? Hallo. Hallo. Grenzüberschreitendes Polizeiteam. Kollege aus Niederlanden. Ich bin deutscher Kollege. Wir werden ganz gerne einmal eine Fahrzeugüberprüfung durchgeführt. Einmal die alten Ausweise, Führerschein. Und von den Kindern bitte auch was. Die Frau ist nicht allein. Hat Mann und Kinder dabei. Und Sie haben auch einen Ausweis für mich? Ja, natürlich. Das ist gut. Ist hier noch ein Hund im Auto? Ja. Wir waren ein bisschen spazieren. Spazieren? Wo waren Sie denn spazieren? Ja, wir waren in Holland. In Holland? Wo in Holland? Bitte? Ja, es ist ein Park da. Ich weiß nicht, wie heißt. In einem Park in Holland spazieren. Gut. Ein harmloser Familienausflug also. Irgendwas Verbotenes mitgebracht aus Holland? Nein. Waffen, Geld, Betäubungsmittel, gar nichts. Ich wollte was kaufen, aber leider. Leider haben Sie nichts gekriegt. Nein, deswegen, wir wollen bei dieser Primark gehen. In der Innenstadt? Ja. Leider nichts bekommen. Na, ist ärgerlich. Ja, kurz Moment mal eben, ja? Auch der Beifahrer ist Polizei bekannt. Es ist der Ex-Mann der Frau. Boah. Bert? Das ist der Beifahrer. Ja, auch dick bekannt, ne? Zeigen Sie auch mal bitte aus. Treten Sie mal in das Auto, bitte. Können Sie mir mal alles, was Sie in den Taschen haben, einfach da hinlegen? Was ist das? Legen Sie mal dahin. Da hinlegen bitte. So, dann sind Sie jetzt beschuldigt im Strafverfahren, Einfuhrschmuggel, BTM. Zur Sache selber, lassen Sie mich bitte ausreden. Zur Sache selber müssen Sie nichts sagen. Das ist Ihr gutes Recht. Sie können einen Anwalt kontaktieren und so weiter. Das ist nicht das Problem. Wie gesagt, zur Sache müssen Sie nichts aussagen. Das Zeug ist sichergestellt. Ich durchsuche jetzt noch mal eben Sie, ob Sie noch was in den Taschen haben. Ich habe nur eine Pfeife, aber. Eine Pfeife, ja. Legen Sie mal alles hin, was habe ich Ihnen gerade gesagt, alles, was Sie in den Taschen haben, mal dahin, sodass nichts mehr in den Taschen ist, an dem ich verletzen kann. Keine Spritzen, keine Messer, keine irgendwas, weil dann werde ich nämlich böse. Da habe ich keine Lust zu. Christian findet nichts am Körper. Eine weibliche Kollegin, die mittlerweile dazugekommen ist, tastet die Frau ab. Keine weiteren Rauschmittel in den Taschen. Mehr finden wir auch nicht im Auto? Ja. Hundertprozentig? Ja. Noch was? Auch noch ES. Ich habe Sie doch gerade gefragt. Letzte Frage. Finde ich noch mehr im Auto oder nicht? Ja oder nein? Nein, nein. Gut. Nein? Was ist das? Ich lasse mich ungern verarschen. Junge, Junge, Junge. Ja, bleiben Sie mal stehen. Ja, einfach stehen bleiben. Hier noch einmal aussteigen, bitte. Lass mal einmal liegen. Habt ihr eine Jacke oder so? Ja. Nicht, dass euch kalt wird. Stellt euch mal einmal darüber, bitte. Ein trauriges Bild. Die Kinder, 7 und 10 Jahre, müssen mit ansehen, wie Polizisten im Auto ihrer Eltern nach Drogen suchen. Wir haben jetzt bei ihm 3 Päckchen gefunden. 2 da unterm Sitz gestopft, 1 hat er freiwillig rausgegeben. Die Beamten durchsuchen jeden kleinsten Winkel des Mercedes.
auch im Kofferraum. Das ist übrigens auch saugefährlich, ne, den Reifen da hinzupacken, wo die Kinder sitzen. Ne? Wenn sie bremsen, erschlägt es ihre Kinder. Im Auto keine weiteren Rauschmittel. Hat er gesagt, wie viel Gramm das war? Nee. Wie viel Gramm ist es insgesamt? Soll das sein? 30 Gramm. Hast du mitbekommen, Christian? Ja, sie wissen doch, was sie gekauft haben. 50. Was denn jetzt? 50, sagt er jetzt. So, nur Marihuana drin? Hä? Da ist auch noch ein Gramm Koks schon drin. Auch drin. Noch. Dann ein Erklärungsversuch. Die haben die nichts zu tun mit der Sache, ne? Die klauen auch nicht. Ne? Die nur abgeholt und fest. Ich habe sie angerufen vor Holland. Ich war schon in Holland. Und ich musste nicht mit dir zurückkommen. Ich hatte kein Geld mehr. Und ja. Der Mann nimmt die Schuld auf sich. Nur, seine Aussage passt nicht mit der Spaziergang-Geschichte der Frau überein. Will er sie schützen? Immerhin ist sie auf Bewährung. Doch ohne Strafe wird auch sie nicht davonkommen. Er ist beschuldigt der Einfuhr. Sie sind beschuldigt der Beihilfe. Nein. Ja. Jetzt lassen Sie mich mal ausreden, Mann. Was heißt das? Beihilfe, dass Sie ihm verholfen haben, das Betäubungsmittel nach Deutschland zu bringen. Die Frau ist kooperativ und nimmt die Strafanzeige hin. Kollegen bringen die Kinder nach Hause und die Eltern zur Wache. Die Kinder sind auch Gesprächsthema bei Bert und Christian. Die Kinder werden einfach mitgenommen, um das zu machen. Und dann denkt man natürlich auch, das ist natürlich total, dann ist man total verrückt. Das tut man seine Kinder auch nicht an, ne? Dass man einfach, dass man die in eine Situation bringt, dass die da auch draußen beim Auto stehen und dass die sehen, wie die Eltern verhaftet werden, ne? Also, das soll man nicht machen, wenn man normalerweise ein bisschen auf eine normale Art nachdenkt. Ne?